Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Anno 1800. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, im dichten Schneetreiben starten wir die heutige Folge und versuchen natürlich sofort, dem Ganzen zu entfliehen und werden etwas wärmere Gefilde aufsuchen. Dazu reisen wir mal ganz schnell. Nein, nicht nach Manola, sondern nach Enbeza, denn die heutige Folge dreht sich komplett um die Ethanolmistziegen. Ja, warum? Ganz einfach, aus Ziegen kann man Ziegenmilch generieren, das ist klar. Ziegenmilch ist ein Getränkehersteller, beziehungsweise Ziegenfarmen sind Getränkehersteller. Deswegen funktioniert eins der Items, um die Ethanolproduktion anzukurbeln. Aber gleichzeitig mit der embesianischen Futtermittelexpertin können wir daraus noch Mist generieren. Und den Mist brauchen wir wieder, damit wir unsere Zitrusfruchtplantagen besser bedienen können, damit die dann ertragreicher sind. Und das Ganze wiederum brauchen wir, um dann eben Mezcal zu produzieren, denn Mezcal benötigt eben Zitrusfrüchte und was benötigt das noch? Ich glaube Kräuter und noch irgendeine Zutat. Ich will mir es jetzt nicht, schauen wir es sich trotzdem an. Also was brauchen wir denn für Mezcal? Wir würden für Mezcal oder wie ich es so gerne nenne, für Mezcalin, würden wir Zucker, Zitrusfrüchte und Kräuter. Und in dem Fall möchte ich die Zitrusfrüchte pushen, damit sie uns nicht ausgehen, denn in weiterer Folge werden wir nicht nur, also die Zitrusfrüchte nicht nur für Mezcalin brauchen, sondern auch für die eine oder andere Ware. Und ich habe gesagt, die Vollversorgung ist das Ziel und da müssen wir natürlich von überall ein bisschen mehr haben. Aber um die ganzen Vorbereitungen loslegen zu können, jetzt fliege ich noch einmal kurz zurück, denn ich habe mich etwas zu voreilig gedrückt. Ja, genau, ich habe versucht immer wieder. Wir haben keine Fußbälle mehr. Interessant, warum haben wir keine Fußbälle mehr? Zuallererst machen wir mal die Zeit ein bisschen schneller laufen. Und dann schauen wir hier mal, was fehlt uns denn? Alpaka-Wolle ist voll. Wo sind denn meine? Meine Nandu-Federn. Der Warenausgang ist voll. Okay, also ganz kurz einmal zum Überlegen. Ich weiß, aber das stört mich jetzt schon. Fußbälle. Fußbälle wurden nicht geliefert? Obwohl wir so viele haben? Interessant. Okay. Ja, keine Ahnung, warum das nicht geklappt hat. Aber egal, wir gehen zurück nach Crown Falls, denn ich habe auch mit den Schiffen schon ein bisschen herumexperimentiert. Und zwar hole ich mir da jetzt mal 3 Schiffe her. Denn, also letzte Folge waren ja hier noch ein paar mehr Schiffe. Ich habe sie mittlerweile alle aufgerüstet. Das heißt, ich habe die Zeit wieder ein wenig laufen lassen. Es ist einfacher, wenn ich offscreen ein bisschen so diese tote Zeit gut abarbeiten kann. Ja, genau, man sieht es eh, so die Gelehrten laufen durch. Und ja, Forschungspunkte fehlen. Das wäre die letzte Forschung für dieses Schiff, was da jetzt steht. Und dann ist das auch fertig. Dann können wir neue Schiffe in Auftrag geben, denn es gibt noch einiges zu tun an Schiffen. Vor allem sind noch ganz viele kleinere Dampfer unterwegs, die ich natürlich alle gegen Great Eastern ersetzen möchte. Aber das ist nicht das Ziel der heutigen Folge. Das Ziel der heutigen Folge ist eben zuerst einmal 7 Bücher, 2, 4, 6, 7 Bücher, kein Mist. Dann möchte ich gerne 7 Bücher, nicht 7 Bücher, dann möchte ich gerne 7-mal den fabelhaften Futterplatz mitnehmen. Den müsste ich hier irgendwo versteckt haben. Da ist er. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann brauchen wir noch die enbesianische Futtermittelexpertin und die müsste ich auch tonnenweise hier liegen haben. Hier ist sie auch schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann schicken wir alle diese 3 Schiffe mal rüber nach Enbeza, nach Taborime. Und wir selbst gehen schon bereits rüber, denn es gibt noch etwas zu tun, beziehungsweise ich möchte noch etwas zeigen. Und zwar, wir haben ja hier noch immer eine Insel, die wirklich rein nur Indigo produziert. Und das werden wir zukünftig, das ist nicht das Ziel der heutigen Folge, aber das möchte ich auf jeden Fall auch hier drüben dann ansiedeln. Das müsste sich ausgehen, weil wir haben hier genug freie Flächen und vor allem wir haben noch genug
Kanäle. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das ohne weiteres ausgeht, aus dem einfachen Grund, dass wir gar nicht so viel Ethanolziegen brauchen werden. Und deswegen kann man da in Ruhe das Indigo dann anbauen. Und ich würde statt dem Flachs, würde ich auf jeden Fall hier Indigo-Fruchtbarkeit anpassen. Warum ist das so? Also, beziehungsweise warum brauche ich keinen Flachs? Ganz einfach, Flachs würde man benötigen für den Leinen bzw. die Teppiche. Und die Teppiche kann man importieren und somit erspare ich mir eine komplette Produktionskette. Und das, ja, das hilft dann schon ordentlich. Was ich jetzt auf jeden Fall noch mache, während die Schiffe hier unterwegs sind, ich werde das Teil einmal umlegen. Was bist du? Du bist Krankenhaus. Das könnte man eigentlich auch hier hinstellen. Geht sich das dann eigentlich aus, dass die bis da hinten noch... Krankenhaus? Brauchen die überhaupt kein Krankenhaus? Gehört wahrscheinlich nicht zu den Hauptgrundbedürfnissen aktuell dazu, aber ist wurscht, wir lassen es trotzdem. Da drüben haben wir eins, da haben wir eins. Das geht sich dann schon aus. Dann werden wir gleich einmal noch hier schnell die Straße ein Stückchen weiterziehen. Und ich würde auf jeden Fall sehr gerne hier dieses Gebäude, genau. Die Schiffe sind mittlerweile zurück, das ist gut. Warum habe ich das jetzt gemacht? Aus dem einfachen Grund. Ich würde hier ganz gerne das hier abreißen und zukünftig mit dem Kanal hier rüber gehen, damit man dann hier eben die, ja vor allem hier, dann eben das Flachs anbauen können. Aktuell, da haben wir auf jeden Fall noch Potenzial, das besser zusammenzuschieben. Aber das ist nicht das Ziel der heutigen Folge. Das Ziel der heutigen Folge sind die Ethanol-Mistziegen. Und um die werden wir sich jetzt gleich einmal kümmern. So, dann tun wir mal alles ausladen hier. Die Schiffe lasse ich aktuell noch stehen. Hat insofern den Grund, da ich sie dann nachher schon brauche für den ersten Abtransport des Mists vor allem. Gut, jetzt haben wir hier zwei Ziegenfarmen, die wir so nicht mehr brauchen. Die nehmen wir gleich einmal weg. Sehr gut. Dann können wir, was ist denn das hier eigentlich? Das ist dieses Teff-Feld. Ja gut, diese Felder werden wir auf jeden Fall auch noch etwas optimieren. Da ist auch noch ein Teff. Genau. Ja, das müssen wir sich dann in Ruhe anschauen, wie viel wir tatsächlich brauchen. Weil im eigentlichen Sinn könnten wir jetzt kurz einmal schauen, Teff. Tatsächlich, wir verbrauchen 6 Tonnen und wir produzieren 6 Tonnen, also da sind wir auf jeden Fall gut vorbereitet. So, dann geht's auch schon los. Ich möchte hier mal einen Kanal ziehen und dann habe ich mir ein bisschen was zusammengesammelt, um hier quasi effektiv arbeiten zu können. Und das werden wir gleich einmal machen. Wir gehen jetzt einmal auf jeden Fall darauf ein Stückchen. Das machen wir so. Und dann muss ich mir das ganz kurz anschauen, wie ich das genau. Wir brauchen auf jeden Fall einmal hier die Ethanolziegen oder beziehungsweise mal nur die Ziegen. Ich glaube, so ein Ziegenfeld hat aktuell 2. Machen wir das eher so? Ich glaube, ich werde das so machen. Und dann werden wir das so machen. Zack. Genau. Ist gar nicht so einfach, sage ich dir. Gar nicht so einfach. Die Frage ist nämlich, hm,
Ich brauche auf jeden Fall eine Handelskammer. Schaut mal gar nicht so schlecht aus hier. Ja, handgezeichnete Dinge sind dann immer so ein bisschen. Ja, wir machen das andersrum. Jetzt sehe ich es nämlich auch, wie ich es am besten mache. So, da kommst du dahin, du kommst einmal dahin, du drehst dich jetzt so. Du gehst dahin, du drehst dich. So, du kommst einmal so hin. Du drehst dich so, du drehst dich so. Machen wir so. Dann machen wir das so. Jetzt würde ich eigentlich nur ganz gerne das hier so eins rübersetzen. Das hier so. Ja, auch nicht. So, so machen wir das. Genau. Jetzt können wir das in Ruhe so setzen. Dann machen wir zack, zack. Genau. Jetzt können wir die Handelskammer hier dran setzen. Optimale Platzbedingungen. Dann setzen wir das Teil hier daneben hin. Genau, und jetzt brauchen wir dann auf jeden Fall noch eine Straße und die geht oben drüber. Die wird einmal auf jeden Fall so oben drüber runter und dann geht sie dann nach hinten. Dann haben wir einmal das hier. Und dann muss ich mir das schnell anschauen. Wir haben hier, wenn wir das so machen, dann könnten wir hier ja eigentlich so hinsetzen. 1, 2, 3. Es ist nicht so einfach. Ich gebe es zu, es ist nicht so einfach. Weil. Heute werden wir erfahren, ob die Alpakas das Zeug haben, die Nandus zu schlagen. Wir müssen unbedingt schauen, dass wir das hier irgendwie am besten hinbekommen. Das ist alles nicht so einfach. Ich sag's ganz ehrlich, es gibt kein richtiges passendes Layout für das Ganze hier. Und das ist halt dann doch ein wenig, ja, knackig, sage ich einmal ganz ehrlich. Wie kriegt man das am besten hin? Wir werden das so machen, weil das ist hier, dann ist das hier. Jetzt haben wir hier ein Feld. Dann kommt gleich daneben dran, machen wir so. 1, 2. 3, 4. Dann sieht das einmal gar nicht so schlecht aus und hier werden wir auf jeden Fall versuchen, das einmal anzuschließen. Dann haben wir das hier. Hier setzen wir gleich einmal das hier und einmal sie hinein. Dann läuft das. Wie viel produzieren die jetzt? Alle 27 Sekunden und alle 20 Sekunden. Das ist einmal gar nicht so schlecht. Dann können wir das hier so lassen und wir werden jetzt gleich einmal da oben den Kanal anschließen und da auch rüber gehen einmal. Dann kriegen wir das hier auch bewässert. Sie haben an Einfluss gewonnen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und dann geht es auch schon weiter. Wenn wir jetzt hier das so machen, dann können wir wieder zwei daneben hinstellen. Dann müsste sich das eigentlich ausgehen, dass wir mal jetzt sagen, wir. Na, das wollen wir nicht. Wir wollen das hier. Und dann
1, 2. Müssten wir eigentlich jetzt hinbekommen. Drei, vier. Genau, und hier auch. Eins, zwei, drei, vier. Dann müsste man das eigentlich halbwegs produktiv hineinsetzen können. Und da setzen wir jetzt noch eins rein. Die haben jetzt kein Lagerhaus, genau. Das heißt, wir werden jetzt trotzdem noch eins, müsste sich noch ausgehen. Einmal hier. Schauen wir mal, das müsste sich eigentlich noch ausgehen. Eins, zwei, drei, vier. Beziehungsweise... Knapp, aber doch. Knapp, aber doch. Setzen wir das so hin. Wird unsere Arbeit nicht mehr benötigt? Die ist nicht im Radius drin. Warum ist die nicht im Radius drin? Müsste aber drin sein. Ganz interessant eigentlich. Egal, machen wir mal weiter und schauen. Weil wenn sich das nicht ausgeht, dann setze ich das Ding dahin. Es ist mir ehrlich gesagt egal, wo ich es hinsetze. Hauptsache ich krieg's in den Radius hinein. Egal. Das läuft. Ah, diese MB-Sauziegen, das ist immer so eine Sache. Vor allem, wenn man es nicht so oft baut, das ist ja das Nächste, ne? Die sind auf jeden Fall noch im Radius und ein Lagerhaus brauchen wir auch. Und eigentlich bräuchte man das Lagerhaus ja schon hier. Machen wir das einmal so. Probieren das so. Wenn wir das jetzt hier so hinlegen würden, dann könnte man eventuell sagen, ja, wir wollen das so haben. Probieren wir das einmal. So. Diese bunten Felder könnten sogar noch. Oder wir machen es andersrum. Wir nehmen so. Dann kriegen wir da eigentlich auch noch vier zusammen. Eins, zwei, drei. Vier. So, dann haben wir das hier und das hier im Radius, genau. Genau. Da setzen wir jetzt auch hinein das Buch, den Futterplatz und die Futtermittelexpertin. Und die haben ein Milchproblem. Wir können da jetzt nichts draus generieren, weil wir einfach die Milch hier haben.
Und jetzt wollen wir mal kurz schauen, hoppla, jetzt, oh, wir müssen die Diplomatie wieder ein bisschen. Viel zu freundlich, wirklich. Wir müssen die Diplomatie ein bisschen verbessern. Weshalb auch nicht? So. Und dann schauen wir sich das ganz kurz an. Und zwar in Besa. Ja, wir haben hier ein Schiff. Wir haben hier ein Schiff. Das machen wir folgendermaßen. Wir werden jetzt ganz einfach versuchen. Können wir da noch irgendein Schiff kaufen? Oh, ich denke, wir haben viel abzugeben. Ich werde mir das Schiff jetzt trotzdem einmal kaufen, weil ich will jetzt nicht unbedingt nur für die... Na, na, das tut mir leid, das geht gar nicht. Wir machen es andersrum. Wir machen das definitiv anders. Und zwar möchte ich jetzt unbedingt Folgendes tun. Wir nehmen jetzt einmal ganz kurz das Schiff hier. Und machen eine neue Route. Die optimieren wir dann gleich wieder. Aber ich möchte hier, dass er mir komplett alles an dieser Ziegenmilch einlädt. Darüber bringt. Hier alles auslädt. Und die Fracht entsorgt. Und das Ganze sofort. So. Jetzt müsste sich der hier vollpacken. Und dann müsste das hier schon anfangen zum Durchlaufen. Genau, und wir müssten jetzt hier eigentlich schon Mist produzieren. Das können wir noch aufwerten. Haben wir eigentlich irgendwo ein Lagerhaus, das wir noch nicht aufgewertet haben? Na, sind alle aufgewertet, oder? Ja, ich denke schon. Passt. Zu viele Transportelager verzögert sich. Ja, was bleibt uns anderes über? Es geht halt einfach nicht alles so schnell, wie man sich's vorstellt. Aber das Gute ist, wir brauchen die Kanäle nur mehr bis hierher. Die Kanäle nur mehr bis hierher. Jetzt ist die Frage, kriege ich zum Beispiel den Kanal hier? Wir waren jetzt hier alle 22 Sekunden. Ja, das reicht vollkommen. Können natürlich jetzt optimieren. Das Teil. Darauf stellen, dann sind wir da oben schon wieder in einem Kreis drinnen. Bleibt uns eh nichts anderes über, als dass wir es so machen. Und jetzt kopieren wir das Ganze mal und schauen, was passiert. Schaut nicht so schlecht aus. Jetzt holen wir uns hier ein Lagerhaus hin. Und hier ein Lagerhaus hin. Dann werten wir die gleich auf. Genau. Gleichzeitig müssen wir schauen, dass wir hier eine Handelskammer unterbringen. Das muss ich mir noch anschauen, wie ich das am besten mache. So. Genau. Und die Handelskammer hier. Die müssen wir so setzen. Dann können wir eventuell, ja, da kriegen wir keine mehr rein. Das ist einmal Fakt, dass wir da keine reinkriegen. Aber jetzt könnte man die hier nehmen, da hinsetzen, dann kriegen wir die zwei rein
Und mit der kriegen wir die hinein und dann sind wir eigentlich soweit safe. Das Einzige, das wir hier noch unbedingt brauchen, ist ein Anschluss. Und dann haben wir das auch. Und dann läuft das. Und ich denke, das sieht gar nicht so schlecht aus. Wir können jetzt eventuell sogar noch sagen, wir wollen das so haben. Kriegen wir da noch ein bisschen mehr Grünzeug hinein? Vielleicht noch ein Stückchen höher. Ja, dann läuft's. Passt. Es ist die Frage, wie sieht's hier aus? Produktion. Produktion hier in Taburime. 30 Tonnen Milch. 30 Tonnen Ziegenmilch. Produzieren. 2 Tonnen verbrauchen wir. 30 produzieren wir. Wie schaut es weiter aus mit Mist? 11 Tonnen Mist. Das ist ein bisschen wenig. 11 Tonnen Mist und 6 Tonnen Ethanol. Es wäre natürlich super, wenn wir das noch ein bisschen besser hinbekommen würden, aber... Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Da müssen wir noch ein bisschen nachjustieren. Kriegen wir das noch einmal da oben hin? Das kriegen wir noch einmal da oben hin. Dann machen wir das so. Da müssen wir noch ein bisschen nachjustieren. Dann können wir eventuell sagen, können wir das gleich so machen und das so. Und dann schauen wir sich das hier an. Können wir da mit der Brücke noch was machen? Ja. Das werten wir auf. Das setzen wir da hin. Und jetzt müssen wir irgendwie schauen. Da haben wir die drinnen. Kriegen wir jetzt eigentlich... Ah, wir haben keinen Einfluss mehr. Wir brauchen Einfluss. Können wir da schon ein bisschen was abgreifen? Darf ich Sie damit malen? Ja, das machen wir natürlich gleich. Bestätigen. 25 Einfluss. Jetzt müssen wir halt leider wieder warten. Aber das 25er... Einflussgedöns, das hilft uns jetzt weiter, denn wir können dann noch eine Handelskammer bauen. Wobei die steht hier im Radius drin. Die nimmt mir die alle mit, das ist gut. Wenn ich sie hier hinsetzen würde, kriege ich die alle noch hinein. Das machen wir auch. Das passt, dann kommt hier ebenfalls wieder einmal das hier und einmal sie hinein. Aha, jetzt haben wir schon das erste Mal ein Problem mit den Arbeitskräften. Uns fehlt eine Arbeitskraft. Es braucht nicht viel, um mehr Land zu bestellen. So, das ist das hier. Natürlich sagen, ah, es ist uns auch schon, offensichtlich ist uns jetzt auch schon das Wasser ausgegangen, zu viele Kanäle. Ja, da müssen
müssen wir da mal auf jeden Fall entfernen. Und schauen wir, was wir hier noch hinbekommen. Kommen wir nur maximal bis hier hin. 3 zu viel. Wir haben immer noch 3 Kanäle zu viel. Da sind wir ja noch gar nicht verbunden. Ja, denke ich mal ja. Wobei wir hier gar nicht her müssen, weil hier haben wir eh den Fluss. Das heißt, im eigentlichen Sinn bräuchte ich vielleicht hier gar keine Kanäle. Weil wir hier eh den Fluss haben. Dann schauen wir, dass wir hier das passt. Wir könnten eventuell sagen, wir setzen das hier darüber. Dann wandern wir mit dem hier rüber. Und kriegen das hier da rein. Dann haben wir da auch eine 100% Abdeckung. Ja, ob das jetzt platzsparend ist, ist glaube ich eher nicht. Aber wir kriegen zumindest in diese Handelskammer alles rein. Und das hilft uns schon. Weil da können wir nämlich noch sagen, wir wollen das so haben. Die kriegen wir dahin. Ah, die hat was, der fehlen Felder. Okay. Dann kriegt die mal zuerst ihre Felder. Du kommst da mal auf die Seite, genau. Dir fehlen Felder, gut. Du bekommst ein Feld hierhin. Ein Feld hierhin. Du bekommst, wenn ich das, Moment mal, wenn ich das so mache, kriege ich es aber nur bis hierhin. Aber ich würde das so hinbekommen, das heißt, wir können das jetzt nehmen, setzen es eins daneben hin und dann müsste es hier auch ausgehen, dass wir sagen 1, 2, 3, 4. Dann müsste man eigentlich hier jetzt 9 Tonnen Ethanol, 18 Tonnen Mist produzieren. Gar nicht so schlecht. Können wir hier irgendwo noch ein bisschen was unterbringen? Schauen wir mal. Also hier könnte man rein technisch gesehen mal darauf gehen. Und darüber gehen. Dann müssten wir hier sogar noch ein Feld reinbekommen, oder? Eins. Zwei, drei, vier. Das ist im Kreis auch drinnen. Dann kommt hier noch ein Lagerhaus hin. Rein theoretisch müsste man hier auch noch eins reinbekommen. Rein theoretisch müsste man hier eigentlich auch noch was reinbekommen. Eins, zwei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Ja, bitte.
Alle sind im Radius drin. Wie schaut es hier aus? Die sind jetzt nur nirgendwo drin. Habe ich jetzt echt nicht aufgepasst? Ich müsste das hier da irgendwo reinbringen, um das hier alles abzudecken. Eigentlich müsste ich es hier reinsetzen. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier vier Felder, die keine Handelskammer haben. Oh, das ist nicht so einfach, ich sag's ganz ehrlich, das ist ein bisschen eine Friemelarbeit heute, das Ganze so reinzusetzen, wie ich das gerne möchte. Aber, auch nicht so tragisch, wir nehmen das, setzen es eins runter. Dann sind die eh alle drinnen. Da sind vier drinnen. Da sind die drinnen. Da sind die drinnen. Und die vier, die nehmen wir jetzt einmal kurz raus. Das kriegen wir schon noch hin, keine Sorge. Was wir auf jeden Fall machen, ist hier den Kanal weiterführen. Hier die Straße weiterführen. Dann bauen wir hier noch einmal. Moment, die Straße müssen wir auch weiterführen. Jetzt verliere ich den Überblick. Okay, jetzt hat es mich kurz rausgeschmissen. Jetzt machen wir hier 1, 2. Na, könnte man sogar 3. Aha. Eins, zwei, drei. Mhm. Sind das deine Felder? Ja, weil das sind deine Felder. Eins, zwei, drei, vier. Dann brauchen wir hier. Eins, zwei, drei, vier. Dankeschön. So, jetzt geht's weiter. Eins, zwei, drei, vier. Dann machen wir das hier so. Hier kriegen wir auch noch was rein. So. Und zwar, du kommst hier hin. Dann können wir machen 1, 2, 3. Könnte man hier 4 machen. Auf jeden Fall werden wir hier noch ein. Ja, lassen wir das mal lieber so. Schauen wir mal. Jetzt können wir weitermachen.
1, 2, 3, 4. Da sind wir jetzt schon ziemlich am Limit. Das heißt, wir nehmen hier die Kanäle wieder weg. Gehen hier mit der Straße durch. Setzen hier noch ein Lagerhaus hin. Dann rüsten wir das auf. Da sind wir voll. Da sind wir recht gut bedient. Da könnte man sogar noch sagen. Müsste ich es halt leider da ins Grüne setzen. Bist du noch im Radius drin von dem Teil? Ja, du bist noch drin im Radius. Wir könnten jetzt sogar noch sagen... Also eins. Machen wir es einmal so. Jetzt schauen wir mal, kriege ich dich. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt gehen die Arbeitskräfte aus. So, uns gehen die Arbeitskräfte aus. Das bedeutet, im Gegenzug werden wir jetzt da mal unbedingt noch so kleine Kolonie hier setzen. Mal schauen, wie wir das am besten mit dem Platz hinbekommen. Kriege ich noch ein Häuschen hier rein? Ja, da gehen sich noch zwei aus, oder? Na, geht sich nur eins aus. So. Die haben kein Podium, die haben keinen Hibiskus, die haben keinen Markt. Dann kriegen sie mal einen Markt. Kriegen wir da irgendwo das Podium noch hinein? Podium. Die Nachbarn bringen mir ständig Eier. Das ist wundervoll. Okay. Schaut gut aus. Lebensqualität müsste sich auch füllen. Dann müsste man dann schon einmal ein paar mehr Leute hier haben. Ja, das füllt sich. Gut. Lassen wir das einmal ein bisschen sich hier einstimmen. Jetzt schauen wir mal schnell. Achso, wir müssen warten, bis die Produktion wieder komplett angelaufen ist. Was fehlt dir? Dir fehlt ein Feld. Habe ich mich hier tatsächlich verbaut? Habe ich mich hier tatsächlich verbaut? Eins, zwei, drei, vier. Da kriege ich jetzt nirgends mehr rein, dafür habe ich da unten noch eins, das passt. Wir haben genug Einwohner, das ist auch gut. Da hat es jetzt gerade was zerrissen, das werden wir noch schnell reparieren. Haben wir noch irgendwo was? Nein, dann gehen wir wieder zurück. Gut, aber ich bin eigentlich soweit zufrieden, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, da kann man noch was, da kriegen wir noch was unter. Da haben wir noch. Da sind wir recht gut versorgt. Ganz ehrlich. Da sind wir noch sehr gut versorgt. Da kriegen wir auf jeden Fall noch was hin.
dazu werden wir jetzt einmal. Das werden wir so machen. Und dann werden wir hier. So, und dann haben wir hier 1, 2, 3, 4. Hier kommt noch ein Lagerhaus rein. So. Und dann machen wir hier noch einmal. Beziehungsweise nein, da müssen wir auf jeden Fall noch Platz lassen. So, jetzt können wir machen 1, 2, 3, 4. Dann kriegen wir noch eins rein. Eins kriegen wir noch rein. 1, 2, 3, 4. So, und dann sind wir eigentlich wirklich gut versorgt. Arbeitskräfte, das passt. Und wir haben die Ethanolziegen und produzieren Mist. Ethanolziegenmist. Projekt abgeschlossen. Jetzt schaue ich einmal noch schnell ganz kurz, ob das auch wirklich so läuft. 16 Tonnen Ethanol und wo ist der Mist? Verblätter ich ihn die ganze Zeit? Ja, da ist er. 31 Tonnen Mist. Ja, das läuft. Das kann man so lassen. Und ich werde jetzt offscreen die Einwohner von dieser Insel auf unsere Hauptinsel rüberbringen und werde versuchen, noch nebenbei ein bisschen was an, ja, an TEF anzubauen, beziehungsweise Indigo. Indigo brauchen wir. Und ja, wir sehen uns nächste Woche wieder, denn wir sind am Ende der heutigen Folge angelangt. Ja, die Ethanol-Ziegenmist-Milchproduktion hat funktioniert, läuft nicht schlecht und ich denke, dass das Ganze gut funktioniert. In der nächsten Folge werden wir dann den Mist einsetzen, werden uns um die Zitrusfrüchte kümmern und werden uns um die Mezcal-Produktion kümmern. Das alles nächste Woche am Samstag. Ich hoffe, du bist wieder dabei. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Anno 1800. Bleib gesund. Servus.